Was wollt ihr denn? Identifizieren. Der Plattenpanzer macht bei dir plus 8. Die Plattenrüstung macht 10. Okay, also Rüstung ist besser als Panzer. Und das hier macht 7 Feuerschutz. Okay. Ich kann hier nicht anlegen, umlegen und sowas. Das wird zu einfach. Okay. Das kannst du alles nicht. Die Schuppenrüstung macht 4. Panzer macht 6. Alles zerstört. Okay, Schutzring. Macht plus 3. Einfach mal so. Sollte dann also eventuell unser Dieb bekommen oder einer von den Castern eher. Wieder raus. Stiefel. Gut, er hat noch keine extra Accessoires. Anlegen. Die Sachen alle. So, du hast auch noch keine. Du hast eine Robe an, ja. Gib ihm mal ein bisschen Krams und guck mal, was sie davon tragen kann. Kostet ja nix. Kannst du schon was ertragen? Mhm. Ablegen. Anlegen. Also ich kann jetzt auch einfach 3 drücken. F3 drücken. Okay. Bup, 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 bup. Ich glaube, dann sind wir auch gleich mit der Ausrüstung durch. Was wollt ihr denn? Reparieren. Rüstung. Yep. Hier nix, da nix. Verkaufen. So. Das gibt gut Kohle. Fast 16.000. Raus. Nächster Halt. Magiergilde. In der Hoffnung, dass die höheren Level für mehr Sprüche sorgen. Willkommen in der Gilde. Nö. Leider nicht. Oh, ich habe eine Sache noch vergessen. Vielleicht bei dem Schmied schauen, was er verkauft. Da sind ja manchmal doch recht interessante Sachen bei. Ihr wollt trainieren? Das ist nicht die Schmiede. Das ist zu hoch. Das ist die Schmiede. Was wollt ihr denn? So einen Korallenlangbogen zum Beispiel könnte man sich kaufen. Ja. Und ein Kettenpanzer für dich. Und einfach nur random Ringe für Resistenzen. Kristallspeer. Das klingt auch nicht schlecht. Aber so richtig ein Speer. Du wirst ihn auch sperren, oder? Aber wenn nur 75 kostet. Na, besser als nichts. So. Du hast also jetzt ebenfalls eine Nahkampfwaffe. Ach, den Rammschwein soll ich verkaufen. Den Korallenlangbogen. Der Rucksack ist voll. Das geht also doch? Okay. Was wollt ihr denn? Verkaufen. Ja. 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 Nein, das weiß ich noch nicht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob alle eine Verkaufswaffe haben. Genau, du hast aber noch keine. Das heißt, du bekommst die Schleuder, die du nicht benutzen kannst. Die du auch nicht benutzen kannst. So, könnt ihr Bögen benutzen? Auch nicht. Ja gut, dafür haben sie normalerweise die Zaubersprüche. Trotzdem schade. Also haben wir jetzt 3 mit Bögen, 1 mit einer Schleuder. Die wollen alle nicht. Du bist bei 5. Da
das ablegen, das anlegen, bis über 7. Heißt, das kann auch noch ziehen. Was wollt ihr denn? Verkaufen. Schleuder, ja. Die Schleuder, ja. Rüstung, Schuppenrüstung, ja. Okay, also, Level-Ups haben wir, Rüstung, Waffen haben wir, Zauber haben wir gecheckt. Aufgabe abgegeben haben wir. Wir sollen jetzt noch Firna-Wurzeln für Myra kaufen. Und Celia befreien aus den Fängen der Zombies im Wald. Gucken wir uns mal um. Also so oder so hiermit. So, Leertaste F2, Leertaste F3. So, und jedes Mal Leertaste bestätigen zum dem Text da unten. Okay. Das hier ist Zombie-Wald ähnlich. Denke ich mal. Oh, Todesschlange. Hi. Garstiges an den Todesritter, was auch immer mit einer Königskrone, aber es ist nur ein puppeliges Skelett. Zombie. Ja, ich denke, wir sind richtig. Einigermaßen gut machbar für uns. Das ist eine schöne Kombination. Geben leider nur gar nichts. Und können vermutlich vergiften. Gefahr, Zombies. Jo. Wir schießen mit Bögen auf Skeletten. Wie man das so macht. Das kann überraschen. Kamen die her? Haben die versteckt, ganz bestimmt. Ja, schon wieder. Einfach so aufgeploppt. Sollen wohl aus dem Boden gekrochen kommen oder was auch immer. Ja, hi. Gibt gute Erfahrungspunkte. Kann ich überprüfen, ne? 767. Ja, 200. Das ist okay. Wenn die immer wieder auftauchen, hätte ich da nichts gegen. Warum kenne ich gerade schon? Warum ist da nicht auf der Karte eingezeichnet? Ne. Ah, das ist jetzt eine Reihe verschoben, ne? Genau. Schöne Schlangenmuster hier. Und irgendwo ist eine Maid in Nöten. Lass mich raten, ganz. Ist das da? Die kommen durch die Büsche. Die Schummler, die. Ich ehrlich, sicher. Kann ich dann auch durchschießen? Nö. Okay. Also die dürfen durch die Büsche, wir nicht. Oh, ist egal. Die tun uns ja nichts. Es hat auch keiner irgendwie unseren Bonus-HP-Schutz durchbrochen. Was haben wir da? Neues Dorf. Mirabest, die Meerjungfrau. Einst war ich eine schöne Meerjungfrau, doch eines Tages sah mich eine Hexe und war eifersüchtig auf meine Schönheit. Sie nahm sie mir mit einem Zauber. Ach, das siehst du noch ganz okay aus. Schlimmer noch, sie verwandelte meine Flosse in Beine. Ich suche nun nach dem Elixier der Erneuerung.
damit ich wieder werde, was ich einst war. Ich würde, dass die Kleriker des Jagdtempels dieses Elixier haben. Wenn ihr es mir bringen könntet, wäre ich euch ewig dankbar. Nehmt diesen Stein, um in den Tempel zu gelangen. Jagdstein gefunden. Okay. Nachtschatten betreten. Du bist aggressiv? Ja, da drüben ist noch eines, wird kein NPC sein, okay. Was ist mit dir los? Du bist schwach. Du als Kleriker hast du bestimmt irgendwas gegen Untote, oder? Nee. Dann Licht. Probier's? Nein, okay. Das war eine Vampira. Keine Vampirin. Okay, kein Licht. Faust. Geht, 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 geht. Und wir können von hier aus direkt nach Vertigo. Ja, okay. Also wir haben jetzt neues Passwort-Dingens. Nachtschatten. Nachtschatten. Oh, ich liebe diese Teleporter und die ganzen Passwörter und so weiter. Das ist wesentlich angenehmer als in Bard's Tale zum Beispiel. Ja, das Schwach werde ich ganz gerne los. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist jetzt bei minus 2, also ähnlich wie Gift. Wenn unsere Stats dann auf 0 gehen, ist vorbei. Aber es beeinflusst Int. Es beeinflusst alles? Also mehr als Gift. Gift war nur Stärke, Genauigkeit, ne? Keine intellektuellen Sachen. Kann ich helfen? Gut, voll durchgebufft. Geht zurück nach... Wohin? Ich teste mal ganz kurz Omega. Oh. Oh. Okay, also es geht auch Mine 1 und 2 hatten wir, glaube ich, schon mal getestet. Die ging irgendwie nicht, aber Omega geht. Das heißt, wir können so jetzt die Mine doch noch erforschen. Aber ich wollte das eigentlich nur testen. Ich will hier gar nicht hin. Ja, nee, dann sollte ich auch gleich wieder zurückgehen, bevor ich mich hier drin verlaufe. Wohin? Ich kann von hier aus nicht nach Vertigo. Nein, ich kann von hier aus nach Mine 1... Wieder raus. Und mich dann nicht hier kurz umschauen, ob hier irgendwo ein Jagdtempel ist. Die Kotzen im Auge, habe ich ganz vergessen. Warum? Was machen so ein Helden los? Sind alle schwach. Ja, gut, dann schlaft. Ja, das fixt das, okay. Müssen wir mal leider zum Brunnen. Ich traue euch noch nicht, dass ihr genug aushaltet. Schon gar nicht unserem Neuzugang. So. Schön Cut aufdecken. Ihr findet einen Beobachtungsposten der Orks. Zerstören. Nö. Ist jetzt nicht viel, aber es ist eine Quelle von Gegnern, die nicht schwer ist und die durchgehend Gold bringen. Ich weiß nicht, ob das ja sinnvoll ist. Aber wenn es einmal so einen Spawner gibt, gibt es auch bestimmt mehrere. Für 500 Gold bringe ich euch das Türenentdecken bei. Ja, mach mal. Hattest du eventuell schon vorher, oder? Diebstahlgefahren sind Orientierungssinn, Türen finden, Schwimmer. Ich gebe das auch mal ihr. Nur so als Backup. Was war das? Hast du gerade gezaubert? Die können kotzen. Und um im Speer da zu pieksen, wollte ich nicht richtig zaubern. Schamanmäßig. Kurios, kurios.
mögen. Insekten. Ich glaube, ich mache den Spawner weg. Nicht, dass die irgendwann mal einen Debuff machen oder sonst was. Der Posten bricht brennend zusammen. Rauch und Asche verpestet die Luft. 1000 Erfahrungspunkte. Und Kram. Blub. Blub. Also, da habe ich das selber noch. Ja, okay. Kein Level-Up für die, ist okay. Da hinten ist noch ein Stonehenge-Dingens. Altar der Elemente. 20 Resistenz gegen alles. Das ist mächtig. Allerdings hier auf der Weltkarte und dementsprechend wird es nicht lange noch halten für irgendwas. Da ist ein richtiges Stonehenge. Frühlingsdruide, oh nein! Ach, ich. Meine Magic 6 und 7. Wo man zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Altar stehen musste. Also sowohl für die Druiden in Erweiterungsquest, als auch für gewisse Resistenzen permanenter Art und so weiter. Das war schon recht komplex. Also, ich bin der Frühlingsdruide. Ich brauche die letzte Schneeflocke des Winters, bevor ich euch den letzten Regentropfen des ersten Herbstes geben kann. Ohne die Schneeflocke kann ich den Winter nicht beenden. Okay, also der Frühlingsdruide hätte gern die Schneeflocke wahrscheinlich vom Winterdruiden. Der Winterdruide hätte gern das letzte Blatt oder keine Ahnung. Und dann, ja, sobald wir irgendeinen dieser Spezialgegenstände finden, müssen wir dann zu dem entsprechenden Schrein. So, ich decke nur kurz ein bisschen die Karte auf. Das sind alles Felder, die nicht wirklich notwendig sind, aber was macht das denn nicht hier angenehmer? So. Wo ist jetzt dieser Jagdtempel? Ich bewege mich ein. Oh, da ist was im Wasser. Wir können doch nicht alle schwimmen, ne? Captain Nystar, für nur 100 Gold gibt es eine Überfahrt nach Flussstadt. Das wäre definitiv eine neue Stadt. Aber will ich da schon hin? Hm. Ah, ist was tot. Weg mit euch. Schlafen. Wollt ihr das Händlertalent lernen? Für schlappe 6000 kann ich es euch beibringen. Ja. Händler. Er ist ja eh unser Verkäufer. Das würde ich jetzt aber gerne mal testen. Aber ich weiß, in anderen Teilen war es wirklich sehr praktisch. Macht doch das Level up. Das Trainieren günstiger und. Du hast nämlich. Hatte nicht irgendjemand Rüstung? Hier, Plattenpanzer. Plattenpanzer brachte 1000. Langschwert, Großaxt. Ab nach Vertigo. Was wollt ihr denn? Verkaufen. Rüstung. Arr. Bringt immer noch nur 1000. So, was macht die Großaxt eigentlich? 3 bis 18. Was macht deins? Ist marginal besser. Okay. Großaxt. Und dich, Bartaxt ablegen, Großaxt anlegen, Bartaxt rüber zu dir. Ja, also es ist vielleicht doch nicht für die Händler dann, was wenig Sinn macht, sondern fürs Trainieren günstiger.
Und Zaubersprüche und so